Moin Leute! Hallo. Ja, hier ist wieder Angeln am Teich TV. Diesmal mit einer neuen Folge. Wir freuen uns sehr, dass wir heute am Wasser sein dürfen. Hat lange gedauert, bis wir das Projekt jetzt wieder mal in Angriff nehmen konnten. Es ist jetzt Herbst, wir haben jetzt September und wir wollen noch mal einen Karpfenansitz machen. Genau. Und ja, was meinst du, wie werden wir es angehen? Ja, wir machen es halt wieder über Nacht diesmal und jeder eine Route. Wir haben uns gerade neue Boilies besorgt mit Bananengeschmack. Genau, das zeigen wir euch dann auch noch alles. Und ich denke, dass wir auf jeden Fall was fangen. Wetter ist gut und wir sind guter Dinge. Genau, ja. Also ihr wisst Bescheid. Wird wieder eine Karpfennacht geben, wird auf jeden Fall ein geiles Video, wollen wir es hoffen. Und wie das alles abläuft, das zeigen wir euch einfach gleich und wir wünschen euch viel Spaß beim Video. Ciao. So Leute, wir wollen euch jetzt die Montage erklären. Also ich benutze hier eine 35er monophile Schnur, schön dick, für Karpfen sollte man das schon machen. Dann ist hier oben auf der Schnur als allererstes ein Schrotblei. Dient also eigentlich wie ein Stopper. Dann haben wir hier einen 25 Gramm Futterkorb, der an einem Wirbel befestigt ist. Schon gefüllt. Ja, schöner starker Wirbel, der hält auch einiges aus. So, dann kommt hier wieder ein Wirbel, ein ziemlich starker, der einfach an einem ganz normalen 7er Knoten befestigt ist. Das Vorfach ist 18 cm lang, ist aus geflochtener Schnur. So, kommen wir nun zum Köder. Ja, ich benutze hier einen 4er Haken. Und wir angeln, wie man es so macht beim Karpfenangeln, mit der Haarmontage. Dann habe ich hier auf der Haarmontage ein Boily aufgezogen. Das ist ein Bananenboily, also ein süßer Boily. Wir vertrauen einfach darauf, weil wir glauben, dass in diesem See süße Boilies besser fangen. Und ja, auf jeden Fall einer der beliebtesten Boilies, sehr guter Boily. Und hier unter, schön in einer ähnlichen Farbe, sieht eigentlich aus wie ein Maiskorn, ist aber fungiert als Pop-up und ja, dient gleichzeitig als Stopper, weil der es ziemlich festhält. Ja. Und das kommt jetzt ins Wasser. Ein bisschen kommen, gehen ein bisschen runter. Alter, das ist aufge. Leute, habt ihr das gehört? Ja, moin Leute. Moin. Ihr habt es gehört, es hat eben schon gepiept. Also, ich denke mal, die Nacht fängt gut an. War allerdings nur ein kleiner Anfasser, also wir lassen erstmal drin, vielleicht checken wir gleich nochmal. Und ja, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Ja. So, wir. Also, jetzt mal ganz von vorne. Ja, wir sind jetzt im Zelt. Nacht ist reingebrochen, es ist jetzt ca. 9 Uhr und die Ruten sind scharf, alles ist im Wasser und ja, dann würde ich sagen, wir greifen an. Ja. Wir werden uns auf jeden Fall in der Nacht nochmal melden und hoffentlich Pieper, ja. Genau, und hast du noch was zu sagen? Ich glaube, das wird diese Nacht klappen, es ist gutes Wetter und ja, man hat den einen Anfasser eben schon gehört, ich denke, das wird diese Nacht. Ja. Genau, und wir halten euch auf dem Laufenden. Bis dann und ciao. Leute, das bist. Ey. Ja. Warte, nein, nicht. Mach. Halt Kamera. Ich hab Bremse zugemacht. Halt, hau an. Es läuft schon? Ja. Leute, voll der Fallrun. Fisch im Dreh. Richtig nice. Mega der Fallrun. Ich glaube, ihr habt es gehört. Also, es klappt. Ja, moin, Leute. Ich kann nichts machen. Aber also man sieht die Rutenbiegung jetzt leider nicht so extrem, aber die ist echt heftig. Jetzt sieht er hart. Okay. Seht ihr das, Leute? Der hat Power. Alter, ist das ein 20 Finn oder was? Das ist kein Satzkarpfen. Alter Schwede. Ja. Jawoll. Halt mal still. Der nimmt echt krass Schnur und die Rutenbiegung, man sieht das nicht, aber das ist eine harte Rute und die ist heftig. Durchgebogen, Leute. Ich hoffe, er ist gut gehakt, aber ich glaube mal. Der hat lange gezogen, der ist gut gehakt. Der kann gar nicht abgehen. Kann schon. Darf sich halt nur nirgendwo verhaken.
Ich sag mal so, die Chance, dass er abreißt, ist sehr gering. Er wird nicht abgehen. Wenn er gleich nochmal zieht, habe ich das mal drauf. Das ist echt heftig, Leute. Das ist doch schon vorne. Ja, okay, er kommt ran. Mann. Also der ist echt schön. Schön auf der Abhackmatte, jetzt kann sich keiner mehr beschweren, Leute. Guckt euch das mal an. Er ist schön auf der Abhackmatte. Und der ist auch dick. Der ist richtig dick. Guckt euch mal an, wo der gehackt hat. Genau in der Unterlippe. So, Leute. Es ist jetzt 9 Uhr abends und wir haben diesen Hammer-Spiegler gefangen. Ich kann gar nicht beschreiben, was das für ein geiler Fisch ist. Der ist wirklich cool, ey. Also ist übrigens ein Bananenliebhaber. Also Leute, guckt euch den Karpfen nochmal an. So Leute, ihr seht, wie schwer der Karpfen ist. Er ist jetzt in der Waage. Cedric hält ihn hoch. Das sind Kiloangaben. Wollen wir mal aufrunden? Also, 7 Kilo? Ja, das 14 heißt, Pfünder. 14 Pfünder. Seht ihr ihn? Ja. Der schöne Fisch, der muss einfach wieder rein. Alter, ist das ein geiler Fisch. Gebt dem Fisch immer noch ein bisschen Schwimmhilfe. Der schwimmt meistens noch nicht sofort weg. Der braucht noch seine Zeit. Der ist echt dick. Hammerfisch. Dafür geht man angeln, Leute. Der braucht noch ein bisschen. Das war letztes Mal auch viel zu flach, wo wir den reingelassen haben. Ei. Schau mal. Ja. Hammerflosse, ne? Toll. Okay, ich glaube, er kann. Schieben wir mal nach vorne. Oh. Das ist traumhaft, wie der da weggleitet. Jetzt schwimmt er los. Ja, meine Leute, ihr habt's gesehen. Hammerspiegler. Ich bin echt mega glücklich und. Ja, auf jeden Fall geiler Fisch und was sagst du dazu? Also, war auch, also, das ist ja. Gut. Also war auf jeden Fall ein fetter Spiegler. Ja, und Petri auf jeden Fall. Ja, Petri, dank. Ja. Und ja, Hammer Fisch. Und wir wollten uns einfach nochmal melden. Es ist jetzt erst 9:30, 9:40 irgendwas. Also es ist noch richtig früh und wir haben noch die ganze Nacht vor uns. Und es kann immer noch was gehen und das hoffen wir natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, ich bin auch schon ein bisschen müde jetzt nach dem Dreh. Ja. Würde ich sagen, wir hauen uns aufs Ohr und halten euch auf dem Laufenden. Bis dahin, ne? Jo, ciao. So, also Nick hat jetzt wieder hier ein. Es ist, wie spät ist es, weißt du das? Nee, weiß ich gar nicht. Extrem kalt, Leute. Leute. Jetzt zieht er nochmal. Jetzt zieht er nochmal Dampf bekommen. Vom Kescher. Wir melden uns gleich nochmal, wenn wir den Fisch haben, ne? Gleich. Wie perfekt der gehakt hat. Hier noch der Boilie. Auf den Bananenboilie. Genau an der Seite. So Leute, guckt euch diesen Hammer-Schuppenkarpfen an. Ist das nicht ein Traumfisch? Hammer, oder? Was sagst du, Cedric? Richtig geil, Petri auf jeden Fall wieder. Guckt euch mal das Maul an. Hammer. Auf jeden Fall ein wunderschöner Fisch, finde ich. Hat sich wieder den Bananenboili geschnappt. Also die süßen Boilies haben sich einmal wieder bewährt. Und ja, einiges abverlangt. Wir wiegen den noch gleich. Machen noch einen kurzen Foto, dann kommt er schnell wieder rein. Kiloangaben, nicht ganz so schwer wieder davor, aber fast. Sagen wir mal, die Matte wiegt auch noch ein bisschen was, 5 Kilo. Ja. Ein schöner 10 Pfünder. Meine Fresse, hat der noch mal Radau gemacht an Land. Okay, der hat Bock mehr auf uns. Weg. Ja, wir sind's wieder. Wir melden uns hier wieder aus dem Zelt. Es ist jetzt, wie spät ist es? 4? Ja, 3:45. Ja, und die Ruten sind wieder ausgebracht. Wir sind eigentlich guter Dinge, dass noch was geht. Genau. Ich hoffe natürlich diesmal für mich. Ja. Wir haben ein kleines Problem und zwar ist Nicks Pieper leider ausgefallen. Ja, mein Pieper ist ins Wasser gefallen und wir hoffen, dass nur die Batterien, die kaputt sind, also irgendwas ist kaputt, müssen wir mal schauen. Ja, aber wir bleiben einfach wach und hören das dann, wenn ein Karpfen beißt. Genau, oder? Mal schauen, wie wir das regeln.
jetzt erstmal zum Fisch. Also auf jeden Fall finde ich ein hammergeiler Fisch. Super schuppi. 10 Pfund, hat echt gut gekämpft und sieht auch wunderschön aus, finde ich. Und jetzt muss natürlich unbedingt bei Cedric noch was kommen. Aber darauf hoffen wir und daran glauben wir, glaube ich, beide. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter, wie gehabt. Und wenn was geht, dann seid ihr dabei. Also bis dahin und ciao. Ich habe den übelsten Fallrun. Hört ihr das? Holy cow. Bremse zu. Nicht zu doll, ne? Moin. Ihr habt es gehört. Extremer Fallrun. Ja. Aber es hat irgendwie nicht geklappt. Man sieht das hier. Schaut euch mal den Boilie an. Der hat hier auf jeden Fall seine Spuren. Oh ja. Musste ihn wieder losgelassen haben. Schade, schade. Aber ich krieg noch einen. Ja. So, Leute. Okay, Nick hat wieder Biss. Ich glaube, man hört das. Soll ich anschlagen, ja, ne? Ja. Sorry, dass ich eben so komisch gefilmt habe, Leute. Nick im Drill. Ja. Petri, auf jeden Fall jetzt schon mal, dass du noch einen dritten erwischt hast. Petri, lang. Alter Schwede, ich kann es gar nicht glauben. Ey, sowas habe ich noch nie erlebt. Sieht man den Mond? Es ist echt hell heute. Es ist nicht mehr Vollmond, aber vor ein paar Tagen war Vollmond und... Alter Schwede. Wenn er mal zieht, lass ihn mal ein bisschen ziehen. Ne? Jetzt will er natürlich nicht ziehen. Also nicht. Oh, ich sag doch, das hört man. Ich hab's nicht gehört. Ich hab geschlafen, Leute. Seht ihr das? Der Dampf. Also, das ist auch wieder kein schlechter auf jeden Fall. So, guckt euch das mal an. Also, hat perfekt in der Seite wieder gehakt. Hier noch der Bananenboilie dran. Den wollt ihr haben. So, Leute. Das ist jetzt mein dritter Karpfen in dieser Nacht. Alter, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hammer. Wunderschöner Fisch. Ja, wieder auf unseren neuen Boilie, auf unsere süßen Boilies. Heftig auf jeden Fall. Zeig mal von vorne. Auch wieder richtig fetter Mund. Da versteht man schon, wie die da auch mal so gut mehrere Boilies reinkriegen können. Ist auf jeden Fall wieder echt schwer, das Ding. So, ich film mal. Affen ist drin. Auch 10 Finde. Ungefähr wie der andere. Ihr seht, die Matte noch, also sagen wir 10 Pfund. Braucht noch Schwimmhilfe ein bisschen, oder? Zack, da ist er weg. Da schwimmt er weg. Ja, guten Morgen. Wir trinken hier schön heißen Kakao. Echt entspannt am Morgen, tut gut nach der Nacht im Zelt. Ja. Ja, wie spät ist es jetzt? So 9 oder so vielleicht? 9 Uhr, ja. Ja, und wir bleiben wahrscheinlich so bis 12 und hoffen, dass mal was geht. Ja. Ich will immer noch einen Karpfen fangen. Natürlich, also wir... Aber ich denke schon, dass wir noch Chancen haben, was zu fangen. Genau, also erstmal zur Nacht war echt eine Hammernacht. 3 Karpfen gefangen, richtig schöne Dinger, auf jeden Fall, ne? Das war echt ziemlich heftig. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass Cedric noch sein Glück hat. Ja, ich hatte schon 1-2 Anfasser heute Morgen, aber nur einmal kurz gepiept und dann waren sie weg. Also aber wir bleiben dran. Und wir trinken jetzt noch unseren Kakao aus und dann bis nachher. So, Cedric hat jetzt eine kleine Brasse gefangen, immerhin. Sein erster Fisch heute. Nee, ich hatte schon ein Rotauge. Hatte schon eins, aber jetzt mal eine kleine Brasse. Genau. Kommt schnell wieder rein. Hopp. Petri. Dankeschön. So many nights I've seen you walking through that door. Body swaying. I just don't have the strength to tell you how I feel. I can't say it. Give me the chance to even get to know your name. Come and tell me. Cause through the dance floor bass is pumping through my heart. To be with you, to be with you.
Ja, moin Leute. Moin. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Karpfennacht ist vorbei. Auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ich habe 3 Karpfen gefangen. Hat mich echt sehr gefreut. Ich du leider nicht. Naja. Aber dafür holst du das nächste Mal, denke ich, nach, ne? Ja, wir wollen nämlich bald, sobald genau, dazu sagt Cedric jetzt noch was. Ja, genau. Vielleicht, wenn wir es irgendwie schaffen, vielleicht sogar schon nächstes Wochenende, je nachdem, was bei uns passt, noch eine Karpfennacht machen. Und ja, es wird jetzt kälter, deswegen wollen wir das nochmal ausnutzen an den Wochenenden, wo es noch geht. Genau. Es wird jetzt aber in nächster Zeit auch ein bisschen mehr auf Raubfisch wiederkommen. Ihr habt es ja wahrscheinlich bemerkt, dass jetzt viele Karpfenvideos kamen. Jetzt kommen auch wieder ein paar Raubfischvideos. Genau, also wir nutzen jetzt den Herbst noch, um ein bisschen Karpfen zu angeln. Und dann geht es halt auch hauptsächlich auf Raubfisch und darauf könnt ihr euch schon freuen. Und ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Video. Und bis zum nächsten Mal. Das heißt Angeln am Teich TV. Ciao. Ciao.